So, wir sind live. Warten wir mal auf ein paar Leute. Hallo Lilly, hallo Stefan, mein Account. Hallo Eni daheim. Hoffe ich mal, habe ich richtig gesagt. Ja, der ist auch schon bei uns aufgedreht. Echt? Ich erkenne den Namen nicht. Ja, dann rate mal. Oh. Frag den Florian mal, wer er ist. Florian, Steffen sagt, du bist bei uns aufgetreten schon mal. Ich erkenne deinen Namen nicht. Wer bist du? Was, Spaghetti-Schänder? Ich esse Spaghetti auf die einzig gute Art und Weise. Aber wie habe ich das jetzt gemacht? So. Und unser Gast ist auch schon da. Dann fügen wir ihn mal hinzu. So. Oh, der Manager. Ja, zudem haben wir nachher noch eine Ankündigung. Ich kann es euch jetzt sagen. Nächste Woche werden wir unseren letzten Stream haben, bevor wir eine Pause machen. Und der Stream wird mit dem Manager sein. Also, nein, ich bin noch nicht betrunken. Also, habe ich auch nicht vor. ich glaube. Nee, er ist hier. Hi. Hallo, Leute. Hallo. Guten Tag, wie geht's? Ja, gut, gut, selber? Ja, kann mich nicht beschweren, ne? Ja, das ist gut zu hören. Gut zu hören. Ja, weißt du, was wir etwa machen hier? Oder soll ich es kurz erklären? Ja, ein Interview, ne? ja, ich hoffe, du hast einen Regenschirm und ein Steak hier. Sorry, Mann. Steak? nee, einfach Fragen von unseren Fans. Einen Moment kurz. Pro Wrestling AT. Ich habe keinen Delay bei Sid. Vielleicht liegt es bei dir. Vielleicht musst du den Stream nochmal neu starten. Aber ja, okay. Ich möchte ich dich kritisieren, weil ich informiere mich immer, bevor der Stream beginnt, ein bisschen über meinen Gast. Und dann habe ich halt deinen Namen eingegeben, also Diablo. Und habe ganz viele Matches gesehen und so. Und ich war, okay, habe alles raufgeschrieben. Das war ein Diablo aus Australien. Könntest du bitte einen einzigartigen Namen auswählen, bitte? Wie, was für einen einzigartigen Namen? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Sid Jackson. Sid Jackson, stimmt. Sid Jackson gibt es nur einmal. Sid Jackson ist gut, oder? Der ist sehr gut, ja, der ist sehr gut. Und dazu kommt auch noch eine Frage. Aber wir beginnen ganz normal. Und zwar nämlich, wie hat deine Faszination fürs Wrestling begonnen? Schon von klein auf an. Mein Bruder hat damit angefangen, hat das immer auf RTL 2 damals, auf Tele 5 fing das an. Mhm. Und dann später kam das auf RTL 2, auch nachmittags. Und ich habe das immer angeschaut und so. Und meine Eltern haben mir mal Wrestling-Verbot gegeben, weil ich zu brutal in der Schule war. Hab da immer Wrestling-Griffe gemacht mit den Schulkameraden und hab auch einen Kollegen bei Razor's Edge während der Schulzeit den Rücken ausgerenkt. Ja, ich habe ihn hochgehoben. Weißt du, da waren wir noch, da war ich fünfte oder sechste Klasse war das. Ja. Da haben wir Razor Ramon und Diesel war ja alles da in der WWE oder WWF damals noch. Und da habe ich mal, haben wir abgemacht, wir machen jeweils einen Move. Ich habe angefangen, ich habe einen Razor's Edge gemacht und das hat so geknackt bei ihm. Und dann war ich erstmal eine Woche lang nicht mehr in der Schule. Er hat die Tür nicht mehr aufgemacht. Er hat das Telefon nicht abgenommen. Damals gab es noch keine Handys und so. Scheiße. Festnetz. Ja. Und
als er wiederkam, war er total sauer auf mich. Und da habe ich nachgefragt, was ist denn los? Warum bist du sauer auf mich? Und da meinte er so, ja, du hast mir 7 oder 8 Wirbel ausgerenkt. Ich so, oh shit, sorry, das wollte ich nicht. Da lag nämlich noch so ein, da stand noch so eine Couch an der Seite. Mhm. Und dann habe ich ihn dort draufgeschmissen. Also Leute, Wrestling muss man professionell machen. Macht das bitte nicht in der Schule oder auch nicht zu Hause oder sonst irgendwo nach. Please don't try this at home. Richtig. Ja, also, das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ja, du hast gesagt, man muss professionell trainieren. Wann hast du da mit dem Training angefangen für Wrestling? Das war 2008. Mhm. Das war bei Raw in Rohrbass. Mhm. Marshall T. ist ja da der Headleader, der Haupttrainer. Und wir haben immer Special Trainings gehabt. Am meisten war Joe Legend da. Cesaro war auch damals da, also Claudio Castagnoli. Mhm. Da Kid Cash hat noch Training gegeben. Tatanka war schon 2-3 Mal da. Rhino war da. Mhm. Also wir haben gute Gasttrainer gehabt. Okay. Ja, klingt so. Dann hast du dann dein erstes Match gehabt. Auch richtig. Auch 2-8, oder? Nein, das war... Plus, minus. Mein erstes professionelles Match vor 600 Leuten, das war jetzt auch in der Schweiz. Mhm. Das war, ich glaube, das war 2012. Ah, okay. Ja. Nicht. Aber davor habe ich auch noch kleine Matches bestritten und so, aber mhm. jetzt nicht. Nichts Großes, nicht vor großes Publikum, ne? Ja. Und wie bist du, du wohnst ja in Deutschland, oder? In Konstanz. Genau, direkt an der Grenze. Genau, ja. Aber deswegen war wahrscheinlich Rohrbass die nächste, also die am nahegelegenste Wrestling-Schule, nehme ich mal an. Okay. Richtig. Ich habe mal einfach gegoogelt. Ich habe ja schon jahrelang Kampfsporterfahrung und Kampfsport gemacht. Mit Judo habe ich angefangen, Kung Fu, Kickboxen und so. Taekwondo habe ich am längsten gemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich mal einfach mal im Internet gegoogelt, Wrestling, weil ich ja sowieso immer ein großer Fan war und ich wollte das auch professionell machen. Mhm. Und ja, dann habe ich dann halt gesehen, dass es in Rohrbass eine Wrestling-Schule gibt. Dann habe ich den Marshall T. angeschrieben. Ja, wie sieht's aus? Darf ich mal beim Training zugucken? Und er sagte so, nein, Sachen mitbringen, gleich mitmachen. Ja, ja, so lernt man. Habe ich natürlich. Richtig. Ja, und das war eine Frage, die ich nicht im Internet gefunden habe, die nächste. Wie alt bist du? Wie alt ich bin? Wenn man das fragen darf, natürlich. Ich sage immer, ich bin 22. Verdammt, du bist 5 Jahre jünger als ich. Mist. Nein, über Alter redet man nicht. Man ist weise. Stimmt, stimmt. Okay, dann bist du jetzt offiziell der jüngste Teilnehmer unseres Streams mit 22 Jahren. Oh, hervorragend. Und du hast... Moment, lass mich rechnen. Du hast mit etwa 11 Jahren angefangen mit Wrestling, also. Respekt, oder? Wie lernt man? Ja. Ja. Und ja, du hast ja dann angefangen. Und wie bist du dann zum Diablo-Gimmick gekommen? Hast du vorher noch ein anderes gehabt? Vor Diablo? Ja, ich habe noch bei der SCW gewrestelt. Mhm. Und da war ich als erstes der Bodyguard von Kojo. Also Oliver Sauter. Ja. Und, oder Carter besser gesagt. Oliver Carter, den kennt ja jeder. Unser erster Champion. Ja. Richtig. Und dann war ich sein Bodyguard. Natürlich ganz stolz und so, dass ich als erstes teilnehmen darf bei einer Wrestling-Veranstaltung. Und da durfte ich auch ein paar Moves zeigen. Zwar nicht so viel, aber weil ich gerade frisch war. Und da hieße ich Sid Evil. Oder Evil Sid, genau. Evil Sid war mein erster Name. Okay. Weil ich der böse Sid bin.
Ja, ich sehe, du hast immer ein eher böses Gimmick. Kann das sein? Bist lieber der Heel als. Je nachdem. Okay. Ja, und dann zum Diablo-Gimmick mit dem. Also bist du damals auch schon mit Maske aufgetreten oder noch nicht? Teils, Ja, okay. teils. Teilweise nicht. Und die Maske, die ich jetzt momentan habe, die auch jeder kennt, die habe ich damals in der französischen Schweiz gekauft. Ah, okay. Und was mich immer persönlich wundergenommen hat, ist, stört eine Maske beim Wrestling? Weil ich stelle mir vor, man kann nicht richtig atmen und so. Ist es. Also bei mir ist ja Loch drinne. Ah, Da stimmt, ja. ich kann gut arbeiten Ja. damit und auch gut reden. Ja, bei Interviews oder bei Promos, da versteht man mich halt nicht so gut. Deswegen nehme ich dann bei Promos dann immer auch die Maske ab. Habe ich dann später dann auch so gemacht. Aber damit worken kann man gut, ja. Ah, okay, das ist gut. Und dann gehen wir etwas weg von deinem Gimmick. Und zwar zu einer Frage, sehr aktuell. Wie hältst du dich momentan fit mit Covid-19 und all dem Scheiß? Ja, Mann, du sagst es. Nein, ich gehe immer mit meinem Kollegen raus. Wir gehen immer an den See. Da haben wir so, ich sag jetzt mal Spielplatz, so einen Fitnesspark. Und dort trainieren wir. Und wenn schlechtes Wetter ist, halt ein paar Liegestütze. Und das war's dann auch, ne? Wenn schlechtes Wetter ist. Zu Hause kann man halt wenig machen. Ich habe jetzt leider kein Gym hier. Aber ich bin ja auch noch jetzt berufstätig und das ist sehr strenge Arbeit, sage ich mal, körperliche Arbeit und ja, da aus der Arbeit mache ich dann auch Training. Ah, okay. Da kann ich gerade einhängen, weil eine Frage war, was machst du beruflich? Bist in diesem Fall nicht Vollzeit-Wrestler? Was hast du denn noch für einen Job, wenn man das wissen darf? Ja, also ich habe jetzt, als erstes war ich Monteur und ja, jetzt wegen der ganzen Sachlage und alles ist wenig Aufträge, haben sie mich jetzt gekündigt. Aber nach 3 Tagen habe ich dann wieder einen neuen Job gehabt und jetzt mache ich momentan gerade Gerüstbau. Okay, gut, das könnte ich nicht. Ich würde in Tränen ausbrechen, jedes Mal, wenn ich etwas höher als 1 Meter über Boden bin. Also Respekt. Das ist eigentlich Ja. der Grund, warum meine Wrestling-Karriere nie gestartet hat. Ja, nee, aber ja, gehen wir etwas weiter, weil wir sind beim SW-Stream. Du bist der Mann mit den zweitmeisten Auftritten im SW-Ring. Wir haben jetzt. Oh, wer ist denn der? Drake oder Pascal? Der erste ist Drake, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist Drake, dann du und dann Pascal, glaube ich. Ich weiß es nicht Okay. auswendig, aber ich glaube, das ist so. Aber ja, die erste Frage natürlich. Das war eine der größten Fäden in der SW. Hast du noch Kontakt zu Hakim und ist eine Rückkehr der Arabian Warriors denkbar, wenn es eine Show bei der SW geben sollte, wieder mal? Also ich habe noch Kontakt mit ihm, so über Facebook oder Instagram. Und ich denke mal, wenn die Leute uns wieder im Ring sehen wollen, dann kommen wir auch wieder als The Arabian Warriors wieder. Ja, Kein Problem. da freuen wir uns schon drauf. Da kam eine Frage im Chat rein, ganz kurz von Tamushan. Was ist dein Lieblingsessen? Hallo Tamushan. mein Lieblingsessen. Ganz einfach. Reis mit Fleisch. Das ist immer gut. Da Am kann. besten Kebab. Das ist eine persische Spezialität. Okay, da kann man nichts falsch machen. Also gut, ich kenne es halt nur mit Richtig. gewöhnlichem Reis und gewöhnlichem Fleisch. Ich weiß nicht, ob da etwas Spezielles noch drin ist. Nein, nein. Okay. Eher so Steak und. Oder Lammkoteletts mag ich auch gerne. Ich bin immer ziemlich oft am Grillen. Ich mag gerne grillen. Oh, das ist das Beste. Ja. Ja. Und dann weiter in der SW. An welches SW-Match denkst du besonders gerne zurück? Puh. Ist schwierig. Ja.
Ich hatte ja, wie du schon gesagt hast, ne, sehr viele Matches gehabt bei der SWE und ich hatte auch sehr viele gute Gegner gehabt. Ja, aber welches ist am schönsten gewesen? Ich würde jetzt mal sagen, das Tag Team Match, wo wir das erste Mal die Tag Team Gürtel gewonnen haben. Und das war ja einmal in Zürich und einmal in Konstanz. Da Ja. hatte ich natürlich Heimvorteil gehabt. Stimmt. Ich erinnere mich, in Konstanz bist du da nicht von der einen, also bei der Beleuchtung gab es ja so eine Befestigung auf der Seite, da bist du auch runtergesprungen dort. Richtig, Ja. dann bin ich hochgeklettert und da waren die ganzen Leute und dann bin ich da mit einem Big Splash auf die Lo draufgesprungen. Das war ein Weltklasse-Moment. Da denke ich gerne zurück. War eine klasse Show. Super, fand ich auch. Ja, und dann, du hast ja schon erwähnt, du bist bei vielen, also du hast viele große Gegner gehabt, zum Beispiel El Snow. Du warst in einem Match mit El Snow oder auch mit Angelico, der jetzt bei AEW aktiv ist. Wer war dein Lieblingsgegner in der SW? Mein Lieblingsgegner, ganz ehrlich gesagt, ich mag gerne mit Drake Destroyer zusammenarbeiten. Also gegen ihn wresteln. Ja. Kann mir überlegen. Weil Bist du in der SW gegen Drake angetreten? Ja gut, das waren viele Matches. Wahrscheinlich schon. ich denke Ja. schon, ja. Ich glaube, wir haben so 14 Matches gehabt gegeneinander. Und ich kenne ihn ja auch schon jahrelang. Auch seit 2008. Wir haben zusammen geworkt und so. Ich erinnere mich noch an eine Story. Da habe ich mal, damals war ja mein Finisher der TKO. Ja. Da waren wir im Ring und dann habe ich ihn hochgehoben, habe das aber irgendwie das Gleichgewicht nicht richtig halten können. Und dann habe ich ihn aber aus Versehen fallen gelassen. Dann ist er aufgestanden, hat mich vor lauter Leute, die ganzen Schüler, inklusive Head Coach von uns, hat er mich zusammengeschissen. Ja. Und wie? Also mir war das richtig peinlich. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, hey, besten Dank, wird nie wieder vorkommen. Also nur dadurch lernt man, aus Fehlern lernt man. Ja, das ist so. Da kam eine Frage im Chat rein vom Pro-Wrestler Peter White. Das passt nämlich perfekt, weil die Frage wurde auch per Instagram noch gestellt. Bist du denn überhaupt noch aktiv als Wrestler? Es gibt da Gerüchte, dass du vielleicht ein Ende deiner Karriere in Betracht ziehst, oder? Ja, momentan ist ja jetzt Corona-Zeit und sowas, aber ein paar Mal würde ich noch schon in den Ring steigen, ja. Also hoffen wir mal. Solange Peter White noch dabei ist, werde ich auch noch dabei sein. Weil ein Single-Match gegen Peter White würde ich mir auch noch mal gerne wünschen. Das würden wir auch gerne sehen, ja. Zwei Urgesteine der SW im selben Ring. Richtig. Sehr gerne. Und da kam noch eine andere Frage, auch von Tanushan, weil das passt perfekt in die nächste Frage, die ich sowieso gestellt hätte. Du hast ja den King of Switzerland Titel gehalten und die SW Tag Team Gürtel, zweimal sogar. Falls die SW, also falls wir dann eine Show veranstalten, wieder mal, wenn Corona vorbei ist, irgendwann, wirst du versuchen, die Triple Crown zu vervollständigen und in Richtung SW Championship zu gehen? Also das ist schon immer mein Ziel geworden. Triple Crown ist natürlich der Highlight überhaupt. Natürlich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Pascal Spalter. Der hat das ja schon geschafft. Ja. Und ja, der Gürtel fehlt mir halt noch, ne, in meiner Liste. Ja, das stimmt. Wäre schon mal zu halten. Aber es sind natürlich sehr viele gute Wrestler oben an der Spitze und da durchzukommen ist schon schwer, aber ich werde mir Mühe geben und ja, ich denke mal, Herausforderung ist meine Spezialität. Das stimmt. Das stimmt. Und dann, es tut mir leid, das ist die letzte Frage, die so gestellt ist, weil wir wissen schon von den vorherigen Gästen, die Fragen zum Beispiel bestes Match, Lieblingsgegner, die ist nicht so gern gesehen, weil es halt schwierig ist zu sagen. Aber eine Frage war,
deine beste Erinnerung an deine Zeit in der SW? Die beste Erinnerung? Mhm. Einfach das Zusammensein, ne? Im Lockerroom mit den ganzen Wrestlern, die After-Show-Partys. Oh ja. Ja. Karaoke oben und mit chinesisches Buffet. Stimmt, eine Frage noch. Steffen will gerade sein Run-In machen, aber kurze Frage. Erinnerst du dich an Queens of Switzerland? Da hatten wir eine Karaoke-Show nach der Show. Ja. Haben wir da zusammen ein Lied gesungen? Ich weiß nicht, ob... Ja. Du hast mich gefragt, sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir gesungen haben, weil da war ziemlich viel Bier im Spiel für mich. Dann haben wir das gemacht, dann erinnere ich mich da richtig. Ja. Ich würde auf Billie Jean von Michael Jackson tippen. Nee, es war, es war ein Rap-Lied oder nein, so, ich kannte es nicht. Ja. Nein, ich glaube, das war, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, das war vom Fanta 4, sie ist weg. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich und das war sensationell. Ja. Das stimmt. Aber du hast den Text nicht gewusst. Ja, ich kannte das Lied nicht. Und da gab es auch noch ein unglaubliches Duett von Michael Krobert und dem Pro-Wrestler Peter White. Oh. Das war natürlich auch sehr gut. Deswegen bist du für Bier geflossen dort. Und ich glaube, der Pro-Wrestler Peter White, der gab da die Frau. Das war, glaube ich, ein Lied aus Dirty Dancing oder sowas. So, Sid, Stefan hat es ja schon gesagt, ich mache mal einen Run-In. Es ging ja auch um die Zeit in der SWE und den Spaß, den man in der SWE hatte. Und ich komme ja immer schnell mal reingerannt und erzähle eine Anekdote von früher. Und ich wollte heute erzählen, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Was mir wird mein ganzes Leben lang in Erinnerung bleiben. Als ich zu der SWE dazugestoßen bin, gab es ja die SWE schon, es gab schon zwei oder drei Veranstaltungen und dann bin ich dazugestoßen. Und es gab eine große WWE-Show im Hallenstadion in Zürich und wir hatten zwei Wochen später eine Show, ich glaube, das war Turbulence, wo Tommaso Ciampa da war. Und wir haben gesagt, vor der Show, in der Pause und nach der Show, flyern wir mit dem ganzen Team im Parkhaus und die Leute, wenn sie rauskommen. Und da haben wir uns kennengelernt, da warst du auch dabei. Und als wir dann fertig waren, haben wir gesagt, wir gehen alle zusammen noch was trinken, noch ein bisschen feiern. Und wir sind dann vom Hallenstadion auf dem Weg ins Parkhaus gelaufen. Ich glaube, du weißt schon, was kommt. Und wie das halt so ist, da waren 5.000, 6.000 Leute in der Halle. Und hunderte Menschen sind natürlich dann aus dem Stadion rausgelaufen Richtung Parkhaus. Und wir liefen über den Zebrastreifen, wir beide zusammen. Und du sagst, halt, ich muss da noch schnell was machen. Und du hast dich mitten auf den Zebrastreifen gelegt in Zürich, die Arme und die Beine ausgebreitet. Und weil da ein Golf gestanden hat am Zebrastreifen mit einer Blondine drin und du hast laut geschrien, ich stehe nicht auf, bevor die rauskommt und mich küsst. Es gab einen Riesenstau, ein Gehube ohne Ende, ein Gelache auf der Straße. Und was war das End vom Lied? Es gab 10 Minuten Diskussion und die Frau stieg aus, hat dir einen Kuss gegeben, du bist aufgestanden und der Stau hat sich aufgelöst. So haben wir beide uns kennengelernt. Bleibt mir ewig in Erinnerung. War sensationell, war super witzig. Das war wirklich, das war Sid, wie er lebt und lebt. Und so haben wir dich auch alle in unser Herz geschlossen. Super Typ, super lustig, immer zuverlässig, immer zu haben für jeden Scheiß. Und das hat immer Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe, das wird weitergehen und wir werden uns bald bei einer SWE-Comeback-Show mal wieder sehen. Ja, hoffentlich bald. Okay, dann lasse ich euch beide noch weiter quatschen. Ja. Sid, mach's gut. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ah, Moment, haben wir noch was vergessen, was ganz Wichtiges. Ach, ja. Wir haben ja noch so ein zweiter Running Gag. Wir stoßen auf unsere Gäste immer zusammen an. Ja. Sid, auf dich. Oh. Ja. Bleib wie du bist, ein cooler Typ. Cheers. Zum Wohl, ja. So, dann noch viel Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Kannst du mir ein paar Tricks beibringen, wie man mit Frauen redet? Auf Zebrastreifen. Ja, kann ich schon machen. Ne? Das nächste Mal werden wir uns sehen. Bitte. Ja, aber machen wir weiter mit den Fragen, nachdem Pro-Wrestler Peter White noch Steffen fertig gemacht hat. Jetzt ist das Durchschnittsalter wieder um 50 Jahre gesunken.
Oh Gott. Ja, da möchte jetzt unbedingt jemanden der Ladies Division antreten bei einem SOE-Comeback. Stimmt, stimmt. Ja, wir booken das Match. Ja, jedenfalls. Weiter. Das könnte doch funktionieren. Nee, also, weiter im Text. du hast ja noch eine kurze Frage zu deinem Gimmick. Das Diablo-Gimmick war ja eher ein bisschen ein böses. Und das Sid Jackson-Gimmick war das Sid Jackson-Gimmick. Es ist unbeschreiblich. Und das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, aber bist du jemals als richtiges Babyface aufgetreten? Ja, als Sid Jackson halt, ne? Ja gut, stimmt, ja. Sonst halt Diablo auch als Babyface, aber ja, nicht so wie Sid Jackson, weil Diablo ist ja eher so der Böse normalerweise. Mhm. Aber wenn die Fans mich lieben, warum soll ich denn als Heel auftreten? Ja. Da bin ich dann halt Babyface. Ja, Stefan, haben wir gar noch eine Flasche in den... Das haben wir getrunken vorhin. Oh, Ficken. Ficken. Aber aufpassen. Pass auf deinen Laptop auf. Wie? Nicht, dass du wieder einen neuen kaufen musst. Nee, nee, keine Sorge. Okay, gut. Und, aber Moment, die Frage war an uns gerichtet vom Pro-Wrestler Peter White. Warum hat keiner von euch ein SW-Shirt an? Also, ich kann für mich sprechen. Stimmt, du hast einen Wrestler. Ich habe Angst gegen Krebs. Stimmt, ja, das ist... Gegen Krebs. Das haben wir auch verkauft. Warum ich kein Shirt an habe, ist, meine SW-Sachen sind alle in der Wäsche. Immer diese Ausreden, ne? Ja, 14 Streams und jetzt das erste Mal, dass ich kein SW Artikel trage. Das ist traurig. Aber ja. Und auch bei mir. Ja, du bist da vorbildlich mit einem Wrestling-Shirt. Ja. Ich sehe gut. Normalerweise hättest du ein Diablo-T-Shirt anziehen müssen, richtig? Die sind auch alle in der Wäsche. Nee, aber ich muss auch etwas professionell aussehen, weil sonst ist der Stream schon nicht so professionell, wie ich rede. Also muss wenigstens das Hemd sitzen. Besondere Gäste erfordern besondere Kleidung. Stimmt, stimmt. Danke vielmals. Und der Manager kriegt bald eins aufs Maul, wenn er so weiterredet. Also. Oh, der Manager ist auch da. Also, ja. Lauch, oder wie? Ja, genau. Er hat nämlich gerade geschrieben, so große Größen produziert die SW nicht. Mein Herz ist gebrochen. Also, weiter im Text. Du wohnst ja in Deutschland an der Grenze. In welchem Land bist du mehr aufgetreten als Wrestler? In der Schweiz oder in Deutschland? Also, ja, wenn ich das so jetzt berechne, ich denke mal in Deutschland. Okay. In welchen Ligen? Weil da war ich in mehreren Ligen tätig und ja, obwohl das ist ungefähr gleich. In der Schweiz war ich ja auch bei 3-4 Ligen. Mhm. In der Schweiz warst du bei uns, SCW. Richtig. Also SCW bei Sigi. Ja. TW, das ist französische Schweiz. Ja. Raw und bei euch dann halt. SWE. Aber bist du nie bei Pro Wrestling Live Events aufgetreten? Nein. Ah, okay. Von Balthasar, also von Luca Ruscone. Ja. Ja, dann hast du die Schweiz auch praktisch schon durchgemacht. Ja, schon. So. Komplett durch. Ja. Nee, ich hoffe mal nicht, dass es komplett durch ist schon. Also ein Match mindestens noch. Aber ja, bleibst du nach dem Ende deiner aktiven Karriere im Ring? Bleibst du trotzdem noch dem Wrestling erhalten? Hast du irgendwie Pläne als Trainer oder vielleicht so eine eigene Liga aufmachen und eine eigene Schule? Also ich liebe das Wrestling und ich werde auch immer 100% hinter dem Wrestling stehen. Egal was kommt, auch wenn ich nicht mehr aktiv bin. Ich könnte ja dem Manager Konkurrenz machen, als Manager auftreten oder Backstage irgendwie irgendeine Position übernehmen. Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall möchte ich gerne beim Wrestling bleiben, ja. Okay. Und da kam noch eine Frage im Chat
von Peter White nochmal. Letzte Frage. Hat Sid seine Wrestling-Maske jetzt zu Corona jeden Tag auf? Moment, du hast ja ein Loch. Das ist nicht gut. Nein, die habe ich jetzt nicht immer auf. Aber, ja, wie soll ich sagen? Ab und zu mal, wenn ich mal Lust habe, setze ich die Maske auf und gehe da einfach mal just for fun raus, gehe ich damit einkaufen. Die Leute sagen auch nichts. Was, echt? Ja, warum nicht? Okay. Ich hätte Panik, wenn da jemand entgegenkommt mit deiner Maske. Ich bin letztens aus dem Laden hier rausgeschmissen worden, weil ich keine medizinisch geprüfte Maske habe. Und dann habe ich sie nachgefragt, die Verkäuferin, ja, ist das jetzt ihr Ernst oder wie? Und sie hat so, ja. Ich so, okay, dann komme ich hier auch nie wieder her und lasse mein Geld auch nicht mehr hier. Dann gehe ich woanders einkaufen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und bei den anderen konnte ich halt einfach so rein, ohne eine medizinisch geprüfte Maske. Und in der Schweiz ist es ja zum Glück nicht so. Da kommst du auch einfach überall rein mit einem Tuch oder sonst irgendwie. Ja, es ist auch schwierig zu sagen, was jetzt eine medizinisch geprüfte Maske ist und nicht, wenn man jetzt keine Vorkenntnisse hat in diesem Zeugs. Ja, die Sache FPP2-Maske oder diese OP-Masken, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, das haben wir in der Schweiz noch nicht. Also mit deiner Maske könnte ich nicht in den Laden gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Die ist auch einzigartig. Ja, die... Ja, ich denke, das Loch ist ein kleines Problem, aber sonst wird das schon passen. Ja, doch. Wie würdest du selbst deinen Wrestling-Stil beschreiben? Mein Wrestling-Stil? Ja. Ich würde ja sagen, Brawler. Ich bin ein Brawler. Ja. Und wirfst dich manchmal von der Beleuchtung runter auf die Leute? Richtig. So muss das sein. Dann, wie viele Titel hast du bis jetzt gehalten? Puh, das habe ich gar nicht gezählt. Ja, ich sehe 3 im Hintergrund. Moment, was sind das für Titel? Da drüben geht es noch weiter. Ah, das ist der WWE. Ah ja, das Spinnerbelt von der WWE, ja. Ja, nee, aber insgesamt habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich glaube, 5 Titel habe ich gehalten. Okay. 5 oder 6, irgendwie sowas, ja. Ich weiß nur, bei uns hast du sicher 3 gehalten. Also, wir sind stolz. 2. Ja, das wusste ich auch nicht, Peter, dass er WWE-Champion ist. Und, ich zeige euch das mal. Ja, gerne. Das ist der Undisputed-Gürtel. Oh, cool. Der ist, ich denke mal, so 7-8 Kilo schwer. Ich habe hier Autogramme von John Morrison. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ja, John sieht's. Morrison, JBL, Earl Hebner. Wer ist da noch alles drauf? Ja, ich habe da sehr viele schon getroffen. Damit gehe ich dann immer zum... Oh, Entschuldigung. Das hat gerade die Kamera umgeworfen, dieser Bell. Ich muss nochmal... So. Ich hänge ihn wieder auf. Das ist cool. Also, ich hatte solche Titel hatte ich nie. Aber den schönsten Titel habe ich natürlich hier. Den momentan Matt Cross hält. Ja. Der ist schön. Ja. Muss eine gute Liga gewesen sein. Ja, das ist die beste. Stimmt. Ja, und wenn wir schon bei Ligen sind, in welchen Ligen warst du bis jetzt aktiv? In welchen Ligen? Ja. Puh. Ja, du hast ja War erwähnt, also die Schweiz hast du ja nicht erwähnt. Habe ich jetzt erwähnt. In Deutschland war ich bei der DWA. Mhm. Dann war ich ACW. Dann war ich OWG. EWS. Mhm. Ja, das war's. Okay.
Und dann war ich noch in Ungarn. In Ungarn? Ja. Okay. Ah. In Budapest. Stimmt, da gibt es ja noch Audrey Bright ist ja von Ungarn. Stimmt, die hat da die HCW, glaube ich, hieß die. Nee, das ist eine andere Liga. Die haben mehrere. Okay. Die haben nur zwei Ligen. Ah, okay. Dann war ich auch in Israel bei einer Liga, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, wie die heißt. Dann, ja, und in Holland war ich noch. Ja, bist du weit gereist. Und bei deinen Reisen in all diesen Ländern als Wrestler, was war deine schwerste Verletzung? Meine schwerste Verletzung war ein Kieferbruch. Wie ist denn das passiert? Das war eins meiner allerersten Matches. Das war in Greenfield, heißt das, glaube ich. Das ist Open Air. Das ist ja in der Schweiz, bei Bern in der Nähe. Ja, das Hard Rock Festival, ja. Ja, richtig, genau. Und da hatten wir einen Auftritt gehabt. Da habe ich gegen den, hatten wir ein Tag Team Match gehabt. Und dort hat der Hellweg Warrior mir den Kiefer leider gebrochen. Und dann habe ich dann noch weiter gerestet. Mein Kiefer hing hier unten. Und ja, passiert halt, ne? Mhm. Shit happens, sage ich. Ja, wie lange dauert das? Sorry, dass ich etwas abwesend gerade war. Ich musste schon einen Kommentar blocken. Hier, da gab es einen Spam-Account. Aber ja, okay. Sehr angenehm, stelle ich mir vor. Ich denke mal, da kann man nur... Nee, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich hatte noch nie eine schwere Verletzung. Deswegen wrestle ich nicht. Aber ja, gehen wir noch etwas weiter. Weg vom Wrestling. Du hast ja auch eine Karriere außerhalb des Wrestlings. Und zwar, du bist bei DSDS aufgetreten, wurdest bekannt dadurch. Und will man dich in Zukunft noch in anderen Formaten sehen? Ja. Ich habe da zum Beispiel bei einer Dating-Show mitgemacht. Leider wurde die Sendung vorzeitig abgesetzt. Hatte keinen Erfolg gehabt, aber selber schuld, wenn man mich auch nicht nimmt. Als erstes, ne, als Premiere, dann, ja. Großer Fehler. Also ich muss sagen, das war echt super geil gewesen. Mhm. Das ganze Drumherum und so. Und wir sind dann mit meinem Auto durch ganz Stuttgart gefahren. Wir haben uns ein bisschen mehr kennengelernt und alles. Und ja, letztendlich waren wir da im Hotel. Und ja, war ganz cool. Alles wurde gefilmt. Mhm. Und auch die Anni, so heißt die. Wir mussten wegen ihr so oft drehen. Die war die ganze Zeit vor der Kamera, hat dann immer so da reingeguckt und hat geguckt, ob ich hier noch schön genug bin. Oh, bin ich hübsch genug? Nein, ich muss meinen Lippenstift nachmachen oder sonst irgendwas. Also sehr eitel gewesen, die Frau. Mhm. Aber sonst eine ganz liebe. Ja, und dann mussten wir halt sehr oft die gleiche Szene wiederholen. Nur weil sie die ganze Zeit auf sich selbst geachtet hat, ne? Mhm. Ja, gut, ich kann es nachvollziehen mit dem Eitelsein, weil was man jetzt hier nicht sieht, ich habe hinter dem Handy habe ich auch einen Spiegel aufgestellt, damit, falls mein Haar in der Augenbraue nicht richtig sitzt, dass ich das dann gerade fixen kann. Dann würde ich auch den Stream sofort unterbrechen, weil... Ah, stimmt. Ja, dieses Gesicht kann nicht verunstaltet im Internet sein, also. Nein, Gottes Willen, ja. Das darf nicht sein. Ja, aber gehen wir noch mal kurz zum DSDS-Ausflug um. Da ging eine Frage ein, da ging es darum, hast du Kritik einstecken müssen von deinen Kollegen im Wrestling, weil du bei DSDS aufgetreten bist? Was habe ich? Musstest du Kritik einstecken von deinen Wrestling-Kollegen, weil du bei DSDS aufgetreten bist? Also wenig. Wenig? Wenig. Die haben halt nur gesagt, ich kann nicht singen, aber du, damit kann ich leben, ne? Ja, also jede Person kann singen. Da bin ich zu 100% überzeugt davon. Aber ob es gut ist, das ist eine andere Sache. Ja, das ist egal. Das ist egal, solange man singt. Oh. Ich weiß nicht, ob du
schon die neue Staffel gesehen hast, aber da gibt es doch so einer, der singt so. So ganz, ganz komisch. Und der kommt total weit. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch da drin ist. Ich verfolge das jetzt nicht so, weil mein Freund Dieter Bohlen ja nicht mehr dabei ist. Ja. Aber ich weiß nicht, wie kommt so einer weiter? Und ich habe diese Staffel jetzt. Wie bitte? Ich habe diese Staffel gar nicht verfolgt, leider. Was hast du gesagt? Sorry. Ich dachte wenigstens, ich komme weiter, weil ich wenigstens tanzen kann. Stimmt. Ich kann entertainen, kann tanzen und okay, singen, da brauche ich noch ein bisschen Übung, das weiß ich selber. Ja, Leute, ich weiß, ich muss noch ein bisschen mehr singen können, aber du, Übung macht den Meister. Ja, wie hast du das Tanzen gelernt? Das Tanzen von klein auf mit Michael Jackson zusammen. Also immer wenn ein Video auf MTV lief von Michael Jackson, dann bin ich gleich aufgesprungen und habe dann versucht, alles nachzumachen. Ne? Mhm. Und ich hatte dann auch als so in der Schule, in der Aula, bei großen Veranstaltungen hatte ich dann auch große Auftritte gehabt und ja, habe Michael Jackson performt. Okay. Ja, das hat man gesehen. Das hat man gesehen bei unseren Auftritten. Also, ja, fand ich auch geil. Ich war begeistert. Ich hatte etwas Sorgen, als ich das erste Mal halt von der Idee gehört habe. Und ich habe ja die Musik abgespielt. Und dann bist du da auf der Bühne gestanden und einfach alles weggerockt. Also, Chapeau. Ja, normal. Aber mit den Schuhen, mit den Wrestling Boots, da kann man halt nicht so gut den Moonwalk machen. Ja gut. Leider. Ja, ich kann die auch ohne Wrestling Boots nicht, aber egal. gehen wir noch etwas weiter. Es gab noch ein paar private Fragen, also wenn du die nicht beantworten willst, kein Problem. Gibt es eine Frau Diablo? Eine Frau Syd Jackson? Nein, gibt es nicht. Nicht, okay. Und eine Frage, auf die ich sehr gespannt bin, was deine Antwort sein wird. Was sind deine Lebensweisheiten? Meine Lebensweisheiten? Lebensweisheiten. Meine Lebensweisheiten. Spare niemals an Essen. Yes! Ja. Ich bin voll dabei. Dann, das war's eigentlich schon mit den privaten Fragen. Jetzt kommt noch eigentlich unser Abschluss. Wir haben 10 Fragen, die du mit einem Wort oder einem Satz beantworten solltest. Ich mache mal die erste und dann weißt du, wie es geht. WWE oder AEW? WWE. Ja, dann müssen wir den Stream. Ich weiß es, AWE, ich weiß es, aber AWE verfolge ich jetzt nicht so, weil das leider nicht im Free-TV läuft. Ah. Weil sonst würde ich parallel beide verfolgen. Okay, das ist akzeptiert, diese Antwort. Danke. Facebook oder Instagram? Ich bin mehr auf Facebook unterwegs, aber Instagram bin ich jetzt auch öfters jetzt so. Okay. Jetzt weiß ich ungefähr, wie das geht. Okay, das ist gut. Ferien in den Bergen oder am Meer? Natürlich am Strand. Du bist in einem Schweizer Livestream. Da müssen die Berge kommen. Ja. Lieber nach Rio de Janeiro, schön Copacabana, schönes Meer, ja, okay, das... schöne Frauen, gute Cocktails. Gut, okay, das klingt auch nicht schlecht, ja. Klingt auch nicht schlecht. Wrestling in den 90ern oder heute? In den 90ern. Also Attitude Area, das war die beste. Mit Stone Cold Steve Austin, The Rock, Kane, Undertaker, Mankind. Das war mega geil. Das waren die besten Zeiten überhaupt. Ja, das war gut, ja. Von Pro Wrestling Peter White ist eine gute Frage. Burger King oder McDonald's? Ja, scheiße, Mann. Ich wollte jetzt eigentlich keine Werbung machen, aber ich war heute bei Burger King. Ah. War's gut? Geht so. Nicht, Steak wäre besser gewesen. Nicht gute Werbung in diesem Fall. Dann eine Frage, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Spaghetti, isst man die mit Gabel oder schneidet man sie?
Ich habe öfters mal Videos gesehen, wo die Leute die Spaghettis dann mit der Schere abschneiden. Aber warum macht man das? Man muss doch die aufrollen und dann in den Mund. Und dann den letzten noch so reinschlürfen. Na, nee. Nee. Sag bloß, du schneidest die. Echt jetzt? Ja. Du hast immer eine Schere dabei, wenn du Spaghetti isst. Nee, also ich habe nicht eine Schere dabei. Keine Angst. Aber mit dem Messer. Ich kann die nicht aufrollen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Dafür hast du doch dein Gebiss. Du musst die Spaghetti natürlich auch kauen. Du kannst sie nicht einfach so runterschlucken. Ah. Verdammt. Ja. Das habe ich immer falsch gemacht. Nee. Siehst du? Okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Okay, ich probiere es nächste Mal wieder aus. Ric Flair oder Hulk Hogan? Hulk Hogan. Hunde oder Katzen? Katzen. Sehr gut, hast dich gerade gerettet wieder. Und die letzte, da kannst du auch mit einem Satz antworten. Deine Gedanken zu einem möglichen Comeback der SW? Danke. SW-Titel holen. Ja, das stimmt. Und jetzt, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Stream von uns geschaut oder noch nicht? Ja, okay. Habe ich schon öfter. Okay, gut. Dann kennst du die Frage vielleicht schon, weil unsere allerletzte Frage, die wir immer haben, ist, wie würdest du... Darf ich die stellen? Ja, natürlich. Wie würdest du jemanden erklären, der niemals Wrestling zuvor geschaut hat? Genau. Also ich antworte jetzt nicht, das musst du machen. Ach so, du antwortest nicht. Ja, also Wrestling würde ich halt so erklären, Wrestling ist eine Show, es ist Entertainment, wir tun uns schon weh, wir sind richtige Stuntmen und ja, das ist halt wie eine Soap, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten zum Beispiel oder Köln oder Berlin Tag und Nacht oder sowas. Ja, es geht immer weiter. Wir erzählen eine Story. Das ist sehr schön beschrieben. Also das kommt in unseren nächsten Zusammenschnitt der Fragen rein, definitiv. Ja, dann hätten wir es eigentlich. Ich frage jetzt mal schnell in den Chat, ob noch Fragen bestehen. Ja. Wie? Nochmal nächste Woche, unser Dreier. Ja, ja. Warten wir noch schnell. Und währenddem wir warten, mache ich schnell billige Werbung, weil wir werden nächste Woche nochmal einen Stream machen. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt. Unseren letzten Stream, bevor wir eine Pause einlegen und diesmal Moment, wie schreibt man den? Der Manager Official. Keine Ahnung, wer das ist, aber der wird nächste Woche da sein. Den kenne ich auch nicht. Wer ist das? Warte mal, ist das nicht derjenige, der eine Backpfeife von Drake bekommen hat? Oh, stimmt. Ich glaube, von Kovac auch. Und von Kovac auch? Ich glaube, der ist sogar weggeflogen, ne? Stimmt. Oh, das war eine gute Erinnerung. Da müsste man fast mal einen Zusammenschnitt machen und den auf YouTube laden. Auf jeden Fall. Das würde ich nur empfehlen. Ja. Ich glaube, das gibt sehr viele Views. Ja, ich will es hoffen. Eine Frage von Tanushan. Kannst du den Spinneroonie? Natürlich kann ich den Spinneroonie. Natürlich. Ich meine... Ja, normal. Ja. Ich glaube, den muss ich auch mal wieder öfters im Ring zeigen. Ich habe den ja schon öfters mal im Ring gezeigt. Zwar nicht immer, aber ich muss ihn mal öfters zeigen, ja. Definitiv. Ganz kurz. Ja, Peter, stell deine Frage. Er bettelt da im Chat, dass er eine Frage stellen darf. Ich habe nur Angst, was die Frage sein wird jetzt. Gibt's Gemüsesuppe nächste Woche von Buddy? Buddy. Ja, Buddy, unser ja, ich unser weiß, Superfan, mit ja. Bart, mit dem Gürtel. Stimmt, ja. Dem Buddy. Ja, genau der. Wieso soll es von ihm Gemüsesuppe geben? Nee, gibt es Gemüsesuppe nächste Woche? Also bei dir? Ach so, nein, warum? Ich weiß es auch nicht. Immer nur Fleisch. Okay, ja. Tut mir leid, Peter, wenn ich zu spät reagiert habe.
Ich scrolle jetzt noch schnell durch, ob noch eine Frage gekommen ist, die ich überlesen habe. Aber ich glaube nicht. Vom Pro-Wrestler Peter White. Pizza oder große Pizza? Eher große Pizza. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Definitiv. Aber große. Und ich glaube, wenn es keine Frage mehr kommt, ist das auch der perfekte Abschluss mit Pizza oder große Pizza. Die kommt jetzt auch in unsere 10 Fragen von jetzt an. Die ist nämlich super. Und ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Es war sehr unterhaltsam. Danke. Wir hoffen, wir werden dich bald mal wieder bei der SW sehen können oder sonst mal in einem Ring, wenn diese ganze Situation vorbei ist. Und ich würde gerne Peter White zitieren. Danke fürs Zusehen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank. Ich wünsche. Ciao, Leute. Mach's gut. Ciao. Ciao.